Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 23. Oktober 2019. Es stehen Nachrichten aus dem Bezirk Hirschheid im Mittelpunkt hier in Solingen und auch Lokalnachrichten. Das ist das, was mir am wichtigsten ist. So, auf dem Titelbild: Protestlandwirte sehen sich als Bauernopfer. Da sieht man eine Reihe viel zu großer Traktoren. Und die Titelgeschichte ist: Apotheker sollen gegen Grippe impfen. Und an der Stelle möchte ich sagen, es gibt einen Grund, warum es Ärzte und Apotheken gibt und Ärzte die Medikamente nicht vorhalten. Ich halte das für eine riesige Scheiße. So. Hat auch nichts mit dem... Und es gibt nur eine Bildunterschrift und es wird auf das, die Rubrik Tagesthemen verwiesen. Es ist schon richtig, richtig, richtig schlecht, was hier kommt. Und jetzt geht es weiter mit Klinikum sucht weitere externe Dienstleister. Und es geht jetzt nicht nur um Wäschereidienstleistungen, sondern... auch um weite Bereiche. Es wird so grob gefasst. Dann Rosenmontagszug 2020 ist in Gefahr. Das passiert hier schon mal öfter. Schüler holen das Seepferdchen nach. Es ist nichts aus dem Bezirk Hirschheid auf den ersten Blick dabei. So, einmal das Bild vielleicht. So. Zur Karikatur. Frieden für Nordsyrien, Außenminister. Da habe ich aber jetzt Diskussionsbedarf. Der wird von einem Panzer von hinten gerammt und das ist Annegrets Vorstoß. Damit wird wahrscheinlich die... CDU-Chefin ist das, glaube ich. Das ist nicht, CDU-Vorsitzende heißt das bei denen, glaube ich. CDU-Chefin. Kritisiert. Impfen in der Apotheke besser nicht, Herr Spahn. Im Kommentar steht das, was ich gerade auch gesagt habe, dass es eine scheiß Idee ist. Ein großer Fehler ist, da geht es um die Karikatur. Also der eine Kommentar bezieht sich auf den Titel, der zweite Kommentar bezieht sich auf die Karikatur. Das kann man gut so machen. Dann Algorithmus soll Straftäter vor Suizid bewahren. Und die soll Suizidabsichten erkennen, die KI, finde ich auch zweifelhaft. Gerade wenn man sich dann überlegt, wie man vor Suizid geschützt würde. Mir macht sowas Angst. RKK erntet Kritik statt Applaus, kommt dann auf Seite 4 in Tagesthemen wieder. Dann geht es um Olympia in Ruhr, die Idee ist auch schon etwas älter. Das Untersuchungsausschuss. Wie gesagt, Seite 4 Tagesthemen, Seite 3 hier und heute. 5 Tagesthemen, vor allem Außenpolitik, 4 Innenpolitik kann man so machen. 6 ist Fernsehen, 7 Kultur. Kultur habe ich auch nicht vorher gefunden, das ist in Ordnung. Ein Star Wars Trailer zur Folge 9. So 8 ist Leute, da fehlt
Ein Sportler, glaube ich. Der ist ohne Sportler, finde ich scheiße. 1 Million Menschen folgen Uwe Baldner auf Instagram. Der singt im Autokaraoke von mir aus. Ehrlich gesagt, Wurzel wird auch ausgewechselt. Denn der Wetterbericht, okay. Sport ist ab Seite 9. Das ist gut so. Geht zum Fußball erstmal, das ist normal hier. Vor allem Champions League. Es ist nur Fußball, es ist auch in Ordnung für Mittwoch. Die deutschen Spieler in der NBA ist Basketball. Dann kommt Eishockey und dann 11 Wirtschaft. 12 Wirtschaft finde ich nicht gut. Kritisiere ich immer wieder. So, und dann geht es im Lokalteil wieder abartig los. Man sieht Uniformierte und Autos von Uniformierten. Die werden hier ziemlich prominent platziert. Ich weiß nicht, wie viel Schuchte mit Uniformfetisch in der Lokalreaktion arbeiten und wie viele Frauen dabei eine feuchte Muschel kriegen. Ich mag es nicht. Ich zeig's direkt. Ich finde das bäh. Klinikum schreibt weitere Bereiche aus, also nach der Wäscherei sind weitere Bereiche geplant, ist auch nichts hier. Was ein Ereignis auf der Höhe Merscheid. Der Großeinsatz der Polizei ist hier in Hülscheid. Das ist aber was, was regelmäßig hier passiert. Geht um 1000 Euro, um die man mit Kreditinstitut beschissen hat. Passiert hier schon mal alle paar Jahre. Kriminalität in gelenkten Bereichen ist das. So, Auszeichnung für Erhalt der Artenvielfalt. Station, so auf dem Foto, Auszeichnung für den Erhalt der Artenvielfalt. Wen kenne ich auf dem Foto? Keinen. Kein Schwein. Ich wohne seit über 35 Jahren hier. So, technische Betriebe stellen 14 Elektro-Kleinwagen in Dienst. Ich weiß, dass einer von den Elektro-Kleinwagen vom Ordnungsamt schon von Vögeln zugeschissen worden ist. Die haben den aber zweimal gekauft. Hier ist die gewaschene Version zu sehen. Und sind die alten Baracken von der Zulassungsstelle. Die befinden sich jetzt am Bonneshof in Ohlix. Ich sag mal besser nichts zu solchen Fotos. Ein 22-Jähriger nimmt Säugling mit auf Diebestour, 4 Monate Haft von mir aus. Rosenmontagszug 2020. Zugleiter gefunden. Die beiden, die hier abgebildet sind, kenne ich auch nicht. Seit über 35 Jahren. Naja, so, ich gucke mal beim Klinikum, welche Bereiche gemeint sein könnten. Also für Pathologie und das Labor. Und warum eine Pathologie ausgeschrieben werden kann und nicht städtisch bestellt sein muss, ist mir auch nicht sichtbar. Dann brauchen wir auch kein städtisches Klinikum mehr.
Stadtteile, Mitte, Mitte. Aus Hülscheid ist nichts dabei. So, Seite 18, Tipps und Termine. So, ein Wuppa-Fotoaktion soll den Tourismus ankurbeln. Das ist jetzt ein Bild aus dem Theo-Otto-Theater, das finde ich persönlich jetzt interessant. Ich mag den Raum. Kann man mal hingehen und sich das angucken. Hier sind die Fotos. Der ist auch schön, wenn man sich auf die Bühne stellt und was spricht. Musik geht ja auch. Ist schöner als das Solingertheater. So, ja. Aus aller Welt, Kaiser Naruhito besteigt den Thron Tokio. Naja, ich zeig dir jetzt erstmal nicht zu. So, jetzt war's. Da heute mit Donnerstag. Tschüss.